Also mach ich halt den Griff in meine Trickkiste. Es brauch ich Requisiten, um da können mitzumischen. Und aggressive Lines, wie so der Lexa Rind. Und ein Versagerlebenslaufen, ein fetter High. Du bist ein Opfer, ey, versuch dich nicht zu beweisen. Excellent, hat mich googelt. Hab nicht gewusst, dass du kannst schreiben. Hau dir recht, schreibe Fehler auf deiner Webseite. Scheinen, dass du Bildung nicht hast genossen, sondern ändert du vermeiden. Mann, was rappst du für Sachen? Ich will studieren oder arbeiten, will die Liebe oder batzen. Sag ich's richtig oder das Falsche in den Liedern, die ich mache. Aber das Fazit für dich, Alexander. Zum Studieren musst du raffen, dass du zu dumm bist, um zu arbeiten. Es gibt keine Liebe für dein Lachen auf den Server von den Backen. Und vergiss dann mit dem Batzen. Versifte müssen passen, also Rap von deinen Gassen und dem Ghetto in der Schweiz. Du bist Gangster, mit THC frei und Weed. Du schickst Schlägertypen auf ganz dünnem Eis. Face to face wäre deine Schnurre bald nicht mehr gleich. Also schick deine Hobbygang mit Sandspangen-Teeth. Hat die Nase voll von dem Rich Kid Vergleich. Ich komme aus dem Nichtnutten, also fick deinen Neid. Alles selber geschafft, jeder Rapper, Bitch, jedes Ziel. Anstatt gekifft auf der Street, hab ich's geschafft für einen Rap. Aus versifften Quadratmeter, nichts um den Leib. Beste Quali-Jahre gespart, Blut, Schweiß für den Wert. Kein Kredit, keine Schulden oder Papi, wo das klärt. Also Fotze, nimm die lieber nicht so ernst. Grosse Fresse gegen die, die dort Erfolg haben. Niedisch bleiben nur die, die es all way. Denn deine Sif-Shop, wo vielleicht 5 Lappen in einem Monat gibt, ist der Grund, wieso du Loser noch am Boden bist. Du kannst vor mir schon mal auf die Knie, das gibt ein Losli-Fick. Für meine Fan mach ich alles, auch wenn's Toti gibt. Mit zweifachen Vater googlen besser Idioten-Kid. Es ist aber schwierig, so als Inzest-Opfer-Bitch. Ich will Autos, ein Chat und ein Kleinbus. Doch das wird nichts mit einem Kontostand im Minus. Wenn die Steuerrechnung kommt, bist du Glidus. Anonyme Alki, Lex, red im Kreis. Ich bin ein Rimus. Ja, ich denke, es ist Zeit für eine Therapie. Ja, c'est la vie, oder? Der Dr. Ron wäre bereit. Alex, nehmt doch bitte Platz. Herr Losli, fangen wir an mit dem Schwatz. Ja, ist mein Sprechtempo gut für Sie? Soll ich langsam reden oder versuchen Sie es? In der Akte steht, Sie seien schulisch nicht. Auf dem Level von einem Menschen, der in der Schule war. Naja, lassen wir das mal aussen vor. Wieso seid ihr da? Ihr habt mein offenes Ohr. Da steht, ihr habt eine grosse Eifersucht, weil Sie selber nichts erreichen und seien neidisch drauf. Das ist schon so bei 35 und ein Drogenkind. Seit 14 ist es normal, dass ich halt Drogen nehme. Und meine Freundin hat mich letztlich gerade betrogen schlimm. Darum hasse ich alle, die im Leben weiter vor sind. Ich verstehe, was ihr sagt, lieber jetzt als spät. Doch ich habe gehört, CBD sei nicht wirklich Spitzenqualität. Eure Miete zahlt der Steuerzahler ein Tausiger warm. Alexander, seid ihr grusig, habt ihr gar keine Scham. Es tut mir leid, aber leider bin ich kaum noch geiler. Ich bin nicht in Zeck, sondern nur so innen Rudolf Steiner. Und mit Namen tanzen kann ich doch keine Miete begleichen. Und sparen lernt man bekanntlich ja nur von den Reichen. Aber Alex, es ist klar, ihr seid Shitsos. Piercing in der Fresse passt nicht mehr so in die Zeit, yo. Doch gehen wir weiter zu den Fakten. Ihr habt kein Kind, keine Frau und einen ziemlich kleinen Sack, hä? So viel Frust habe ich selten erlebt. Und ihr verpackt euren Frust in unverständlichem Rap und dann kassieren, bis eure Wangen schwillt. Sorry, dass sie viel Fremdwörter waren. Braucht ihr für die Bedeutung zu verstehen ein langes Schild? Ich weiß nicht, was sagen, aber es scheint ja schon, dass in mein Holzkopf nicht ein bisschen Wissen ist gekommen. Aber ich kann googlen und mich mässig verkleiden, aber in der Body lasse ich Shirt an, weil ich kann mich so nicht zeigen. Okay, okay, ihr schiesset gegen Mix. Am Ronix seine Masters sind die besten Besitz. Hab gehört sagen, ihr habt kein Cash für einen Mix. Und einer hat's dann gemacht im Garage Band für ein paar Rips. Ja, Geld ist aktuell ein bisschen schwierig. Ich kiff mein Zuspiel am Schnäbi und komm ganz schnell ans Limit. Während der Ronic im Jahr 12 Songs rausgespittet, hab ich in 10 Jahren Rap nur eine Handvoll geschrieben. Ei, und ihr nennt euch realer Rapper. Doch das Holz, wo ihr Fälle gibt, fragile Bretter. Alle Schädlinge, die sie dann massiv zerfressen. Und es bleibt nur Sackmehl und eine riesen Fresse. Zur Diagnose für die erste und die letzte Sitzung. Alex, es ist ernst, es ist nicht mehr witzig. Gemüter, sie sind hitzig, weil der Ronic hat verrissen. Jetzt verreiset und auf die Rechnung sei geschissen. Dann zerstreit der EK. Und für alle, die einen besseren Planet wollen, ein guter Tipp, bevor Alex in eine Scheide geht. Fazit, bitte tötet's, bevor sie ihr leidet.